Ja, ich grüße euch, Freunde des unfassbaren, unglaublichen, der Grenzwissenschaften und natürlich Freunde des Mondes. Heute gehen wir auf etwas Besonderes ein, und zwar auf deutsche U-Boote und deutsche Flugscheiben. Ja, als wir uns mit der deutschen Mondkarte beschäftigt haben, haben wir festgestellt, dass hinter dem Eis, hinter Terra Vista, einiges los ist, besonders aus deutscher Sicht. Und daraufhin habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht und habe ein bisschen Forschung angestrebt, habe dieses Buch gefunden, 60 Jahre deutsche U-Boote. Um dieses Buch soll es in diesem Video gehen. Und dann habe ich gefunden, deutsche Flugscheiben und U-Boote überwachen die Weltmeere von O. Bergmann. Ja, diese Folge soll etwas zweigeteilt werden. Im ersten Teil geht es um die U-Boote, um die Geschichte. Und im zweiten Video, was dann morgen oder übermorgen kommt, geht es dann um deutsche Flugscheiben und wie sie die Weltmeere beherrschen. Ich habe das Buch nur überflogen, um festzustellen, ob es benutzbar ist. Und ja, das ist es, was die Quellen angeht. In diesem Buch, im ersten, haben wir einiges an Quellen auch festgehalten am Ende des Buches. Ja, aber wie gesagt, alles, was nach 1918 geschrieben wurde, ist mit Vorsicht zu genießen. Das hat mit der großen Umerziehung zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Wir gehen durch das Buch gemeinsam. Denn ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und wir werden gemeinsam ein paar Auszüge lesen, hauptsächlich zu den Bildern, und schauen uns wie früher als Kind hauptsächlich die Bilder an und werden in Zukunft eventuell ein bisschen genauer darauf eingehen. Ja, von Bodo Herzog, 60 Jahre deutsche U-Boote, von 1906 bis 1966, mit 118 U-Boot-Skizzen, einer Karte von Helmut Fetscher und 137 Fotos. Ja, 137 Fotos ist eine Menge. Wir werden nicht durch alle gehen, denke ich. Vielleicht doch, je nachdem, wie es interessant ist. Ja, dann schauen wir hier. Das sind die ersten Versuche, 1903, so wie es aussieht. Und zwar französischer Name, den ich nicht aussprechen kann, auf dem Turmdeckel der Forelle bei Versuchsfahrten in Eckernförde. Ja, Grüße raus an alle in Eckernförde. Ihr seid die Pioniere der U-Boot-Technik gewesen. Oder bei euch war sie geboren, ist sie geboren worden. Ja, die Ankunft der Forelle in Vladivostok, ja, sieht ein bisschen aus schon wie eine Flugscheibe, aber macht doch Sinn, dass die U-Boote und Flugscheiben ähnlich sind, weil ob man sich durch Luft oder Wasser bewegt, ist am Ende ähnlich, wenn nicht sogar dasselbe. Ja, hier sehen wir offensichtlich den Anfang, steht auch oben da, der Anfang. Und ja, hier sehen wir vom Bau die Kambala links im Bild und die SMU-1, wahrscheinlich dann rechts im Bild. Die Kambala wurde für Russland gebaut, die SMU-1 war das erste für die deutsche Marine gebaute U-Boot. Ja, also man sieht hier, die Deutschen haben für Russland gebaut und haben selber noch kein eigenes U-Boot gehabt, also da ging ordentlich was los. Hier haben wir 1906 Leinwandblenden entziehen SMU-1 der Sicht. Ja, sollte keiner sehen, was da passiert. Die Atropo wurde für Italien gebaut 1912. Da sehen wir schon ein paar Auszüge von den U-Booten. Ich frage mich ja, ob man die Bilder mit KI verbessern kann, dass man ein besseres Bild bekommt. Ist ja einiges möglich, obwohl mir die KI ein bisschen suspekt ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja, schauen wir hier auch vom Bau mit dem Dock und Schulschiff für Unterseeboote Vulkan hatte die kaiserliche Marine eine vielseitig verwendbare Einheit für die junge U-Boot-Waffe. Ja, also scheint ein kleines, schnelles U-Boot zu sein. Ja, mit SMU-11 wurde im Sommer 1912 eine Dauererprobung durchgeführt. Sie verlief erfolgreich. Ja, also das erste richtige U-Boot anscheinend. Ja, dann haben wir hier die SMU-20, gehörte zur Serie U-19, U-22, die als erste mit einem MAN-Dieselmotor ausgerüstet war. Ja, ein Kampfboot mit Vorrichtung zum Minenlegen sowie einer Geschützbewaffnung. Ja, das haben wir hier unten. Hier oben sehen wir die Männer aufgereiht stehen, bereit für das Foto. Ja, schauen wir mal hier mit rein. Hier haben wir ein paar Abmaße, ne, bei einem, zum Beispiel die U-43, U-50 oder die U-51 bis U-56. Schauen wir mal, was die so zu bieten haben. Ja, also die Werft war Danzig,
Die Größe sind 940 Tonnen, die Länge sind circa 51 Meter, Durchmesser sind ja, 6,20 Meter außen, 4,18 Meter innen, nehme ich mal an. Der Tiefgang 9 Meter, ja, die Leistung 2000 bzw. 1200 PS. Ich denke mal, dass die unterschiedlichen Werte kommen zustande aufgrund der unterschiedlichen Typen. Ich lese immer noch mal den größeren Wert vor. Ja, die Geschwindigkeit 5 Seemeilen pro Knoten, beziehungsweise ja, 5 Seemeilen pro Knoten. Ich bin nicht wirklich gebildet, was die Schifffahrt und die Seefahrt angeht. Daher sei es mir verziehen, falls ich irgendwas falsch ausspreche oder falsch interpretiere. Ihr könnt es ja selber nachschauen. Ja. Wir werden bei den nächsten Fotos auch ein bisschen näher rangehen. Mal sehen, wie das funktioniert. Jawohl. Ja, Werft, Germania, Kiel. Auch hier Germania steht, ist mir ein bisschen fragwürdig. Aber Germania hieß wahrscheinlich die Werft. Ja, dann. Die U-Boote der Serie UB-30 und UB-41 waren kleine Einhüllenboote mit Satteltank für Küstenverwendung. Also die sind nicht ins tiefe Wasser gefahren, beziehungsweise nicht weit raus und waren in Küstennähe stationiert. Ja. Das Einhüllenboot vom Typ UB-1 mit einem Offizier und 13 Mann Besetzung. Also wenn ich das mir so angucke, 13 Mann, das war ganz schön eng da drin, denke ich mal. Ja, 1906 bis 1918. Die UC-2 hatte 6 Minenschächte für 12 Minen, aber keine Torpedobewaffnung. Ja, schauen wir mal, hier haben wir wieder ein paar Abmaße. Ja, Werft Germania Kiel, Größe 933 Tonnen, U66 bis U70. Die Länge 69 Meter, Durchmesser 6,30 Meter. Tiefgang 3,79 Meter, beziehungsweise gab es auch welche mit 7,95 Leistung 2300 PS bzw. 1240 PS. Ja, interessant, interessant. Da haben wir noch ein paar weitere. Die überspringe ich mal. Ich werde das Buch, ich weiß zwar nicht mehr, woher ich es geladen habe, aber wenn ich es wieder finde, werde ich es natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Ja, also es sind ziemlich viele U-Boote hier verlinkt. Ich gehe mal schnell drüber und wir schauen uns mal die nächsten Bilder an. Ja. Die U1 auf dem Achterschiff der Zuluftmast. Ja, also hier haben wir den Zuluftmast. Dann haben wir hier das Handels-U-Boot U-Deutschland auf der Probefahrt. Das ist zum Beispiel mir völlig neu, dass es auch Handels-U-Boote gab. Mit U-Boot wurde Handel getrieben. Das habe ich noch nirgendwo gehört. Ja, aber anscheinend ist es so, wenn es Handels-U-Boote gab, oder? Ja, 1906 bis 1918, die U-145 im Bau bei Vulkan in Hamburg. Ja, sieht schon ziemlich gut aus. Und hier haben wir dann die U-86 in Emden. Der U-Bootsunterstand mit Holzbalken und Sanddecke konnte damals eventuell noch gegen Angriffe aus der Luft schützen. Ja, ob da jetzt Holz so viel schützt, das ist die Frage. Aber anscheinend hat es was gebracht. Ja, dann. Schauen wir mal hier an, ne? Deutsche U-Boote 1906 bis 1918, und die U1, U2, U3, U4, dann auch den Rang dahinter, dann die Indienststelle Kommandant U1 bis U276, das müssen ganz schön viele U-Boote damals gewesen sein. Ja, dann schauen wir mal, Stapellauf U1, 4. In Dienststellung am 14.12.1906. Rang K, was K bedeutet, bin ich mir nicht so sicher. Ja, von Böhm-Benzing war der Indienststellungskommandant. Ja, hier haben wir jetzt bei der U1 bis zur U4 haben wir jetzt noch keine Erfolge. Bei der U5 auch nicht. Und die U6 ist in Dienststellung gegangen und zwar am 8.10. Schwierig für mich zu entscheiden, weil das Datumsformat sich auf einmal ändert. Hier haben wir den 14.12., 18.07., dann ist das der 12.08.1910.
Stoß war der Indienststellungskommandant und die Erfolge im Handelskrieg waren 13 und 4654. Ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet, denn im Handelskrieg ist mir nicht ganz bewusst, wie diese zwei Zahlen zustande kommen. Da wurden jetzt 13 Erfolge gefeiert und 4654 Schiffe abgeschossen. Keine Ahnung. Hier haben wir zum Beispiel die U9. Da haben wir Erfolge gegen Kriegsschiffe 5. Ich gehe mal stark davon aus, dass keine 44.000 Kriegsschiffe abgeschossen wurden. Daher gehe ich stark davon aus, dass die erste Zahl die abgeschossenen Gegner bedeutet. Wobei wir sie hier beim 18.04.1910 sind. Da bin ich mir nicht sicher, ob da überhaupt was passiert ist. Also das ist mir ein bisschen fraglich, die Aufstellung. Achso, jetzt fällt mir auf, Indienststellung, das ist, wann die U-Boote in Dienst gegangen sind. Ja. Dann macht es natürlich Sinn, zu Kriegszeiten dann 5 Kriegsschiffe abgeschossen, die U6 13 Kriegsschiffe. Jetzt habe ich Durchblick. Indienststellung ist es und nicht, wann sie rausgeschippert sind. Ja, das heißt, die U-Boote bis U43 hier aufgelistet. AK ist der Kapitänleutnant, KK ist Korvettenkapitän und L ist Leutnant zur See, O ist Oberleutnant zur See. Interessant, interessant. Ja, wie gesagt, ich habe mir das noch nicht genauer angeguckt. Und dann haben wir hier zum Beispiel die U21 in Dienststellung 1913. Ja, gegen Handelsschiffe 36 Erfolge, gegen Kriegsschiffe 4 Erfolge. Ich denke, das sind gute Zahlen, aber genau weiß ich es auch nicht. Da müsste jemand, der beim Militär war, mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Das will ich sowieso, wenn ich irgendeine Grütze erzähle, dann bitte in die Kommentare schreiben und mich verbessern. Ja, schauen wir ein bisschen weiter. Es sind ganz schön viele U-Boote. Ich sehe 139. Dann haben wir noch UC. Weitere UC. Also da ist einiges los. Ja, dann haben wir Abgänge und Indienststellung. Gehen wir mal zum nächsten Foto über. Ja, deutlich auf diesem Bild sind die Öffnungen der Minenschächte zu erkennen, dass ein Schutzgitter ist zur Übernahme geöffnet. Also hier wird wahrscheinlich eine Mine befüllt, so wie es aussieht. Ist das eine Mine? Gerne in die Kommentare, was ist. Flugzeug und U-Boot, eine immer wieder angestrebte Zusammenarbeit, die jedoch zur Zeit des Ersten Weltkriegs allein schon an der noch nicht weit genug fortgeschrittenen Technik scheitern musste. Die Reichweite der U-Boote war der Eindringtiefe der Luftschiffe und gar der Flugzeuge immer voraus. Ja, logisch. Ist es heute auch noch so? Ich glaube schon, ne? Ja, wir sind immer noch 1906 bis 1918. Ja. Die geringe Augenhöhe des Ausgucks auf der U-Boot-Brücke beschränkte den Sichtkreis, deshalb die immer in anderer Form wiederholten Versuche, den Ausguck in die Höhe zu bringen. Ja, wie du siehst, hier geht eine extrem lange Stange hoch und oben hat sich einer hingesetzt, der das Umfeld im Auge behält. Man musste halt erfinderisch sein, man war noch nicht ganz so weit anscheinend. Ja, nach dem Aufschlag werden die Schusswerte berichtigt, bis die Einschläge deckend liegen. Also wahrscheinlich wurde hier die Kanone getestet und sie musste ja zuverlässig dahin treffen, wo man hinzielt und wurde demzufolge geeicht, justiert, wie auch immer. Ja, dann hat man Flotten-U-Boote, UB-Boote, UC-Boote, sehr interessant. Und wenn man die alle zusammenrechnet, kommen wir hier auf 346 U-Boote, die bis 1918 im Einsatz waren, beziehungsweise gebaut worden sind, 1916, 1917, 1918. Und dann hatte man noch 28 Einheiten, die bei Kriegsausbruch bereits im Dienst waren. Das heißt, das Kaiserreich hatte zu Beginn des ersten Waffenkampfs, des Großen Weltkriegs, 374 U-Boote unter deutscher Flagge. Das ist eine ganz schöne Menge. Um mal ehrlich zu sein. Ja, U-Boot-Abgänge, die schauen wir uns jetzt nie an. Vielleicht ein andermal. Schauen wir uns mal die Seite 111 an. Ja? Das 145. Opfer ist der norwegische Dampfer
Haldor am 3.8.1917 westlich von Gibraltar. Also hier wurde von der U-39 ein norwegischer Dampfer abgeschossen 1917. Ja, am 3.8.1917 westlich von Gibraltar. Und ja, hier haben wir Handelskrieg nach Prisenordnung. Die Seekarten und Schiffspapiere werden zum U-Boot gebracht. Ja, interessant. Ja, hier sind wir noch in Kriegszeiten. Der Dampfer Clintonia, das ist auch ein witziger Name, versuchte U-28 wegzulaufen. Ein Überwassertorpedoschuss verhinderte es. Am gleichen Tag, dem 1.8.1915, konnte U-28 noch drei Dampfer versenken. Also die U-28 hat hier vier Schiffe versenkt von den Gegnern. Also da war ganz schön was los an dem Tag. Und hier kann man mal feststellen, wie mächtig so ein U-Boot ist, das an einem Tag vier Dampfer, beziehungsweise vier Schiffe versenken kann. Ja, hier auch ein schönes Bild, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier schwimmt alles voller Apfelsinen. Vielleicht ist es ja so ein bisschen besser zu erkennen, ja. Ein Meer von Apfelsinen. 19.928 Kisten hatte der norwegische Dampfer Karolvore geladen, als U-39 ihn am 31.07.1917 versenkte. Ja, konnte man sich dann ein paar frische Apfelsinen rauspicken aus dem Wasser. Ja, ist eigentlich traurig, aber eine sehr interessante Geschichte. Ja, dann haben wir hier Erfolge der U-Boote im Handelskrieg. Jetzt schauen wir mal. Frontabgang ist ein Plus. Also Plus bedeutet, sind von der Front zurückgekommen. Ja, hier haben wir die Jahre und am Ende dann eine Summe. Mir ist das nicht ganz klar, was diese Zahl, diese fünfstellige Zahl zu bedeuten hat. Vielleicht kann mich jemand in den Kommentaren darauf aufmerksam machen, was das zu bedeuten hat. Ja, schauen wir mal die U-20. 25 Abschüsse im Jahr 1915, 11 im Jahr 16 und dann ist die U-20 von der Front gegangen, hat also insgesamt 36 Abschüsse gehabt, wenn ich mit den Abschüssen und der Zahl richtig liege. Wo haben wir die höchste? Hier haben wir die höchste, die U-38. 68, 53, 13, 2, das sind 136 Abschüsse und die U-35 ist insgesamt auf 224 Abschüsse gekommen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, Flotten-U-Boote, die erfolgreichsten U-Boote. Die U-35 war das erfolgreichste U-Boot. Sehr, sehr interessant. Interessant, interessant. Ja, das Buch hat insgesamt einige viele Seiten. Wir gehen jetzt einfach mal zu einer kleinen Karte. Hier sehen wir Frankreich, ja, 14 Unternehmungen der SMU-35. Also wir haben das erfolgreichste U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine und hier sehen wir die Wege, die es gegangen ist, ja, also Menorca, Mallorca, Sardinien, Korsika, also Italien, die waren ganz schön unterwegs, die U-35, auch für die Besatzung muss das ja Wahnsinn gewesen sein, weil so wie ich das erkannt habe, sind die U-Boote alle relativ klein gewesen, zumindest wie ich das von den Bildern gesehen habe. Ja, mit den Einbäumen vom Typ 2B begann 1935 der Wiederaufbau der U-Boot-Waffe. Ja, also U-Boote wurden gestoppt und 1935 ging das Thema dann wieder los. Ja, kann sich ja jeder vorstellen, warum der zweite Waffengang ging los von diesem langen, langen, langen Weltkrieg. Und jetzt gehen wir in diese Zeitperiode über, denn da sind auch natürlich viele U-Boote gebaut worden. Ja, Tauchmanöver der U-212 bei diesem Boot vom Typ 7C, römisch 7C, konnte das Wegtauchen bei gut eingespielter Besatzung in 30 Sekunden erfolgen. Das muss man sich überlegen, 30 Sekunden und das Schiff ist unten drunter. Das ist kaum zu spähen. Wenn sie dich erspähen, ist es schon zu spät. Behaupte ich einfach mal so. Ja, dann haben wir hier noch ein Bild vom Bau. Der Bug eines
römisch 9 C-Bootes. Vorne sind die Öffnungen zu sehen, in die noch die äußeren Rohrklappen eingesetzt werden, die kreisförmig angeordneten Lochgruppen, die sehen wir hier, ja, nehmen die Elemente des GHG-Gruppenhorchgerätes auf. Ja, der Druckkörper wird zum Schweißen vorbereitet. Die Güte der Schweißnähte war lebenswichtig für die U-Boot-Fahrer. Auch davon hing ab, welche Tauchtiefe das U-Boot aushielt. Ja, logischerweise, wenn die Schweißnaht nicht gut ist, dann ist das die Schwachstelle, wo Wasser eindringen kann und dann der ganze Rumpf aufplatzt. Ja, die U-213 bis die U-215 in der Werft, ja, sieht alles ein bisschen chaotisch aus, aber das sind ganz schön viele U-Boote vom Stapel gegangen. Ja, hier die U-202 beim Stapellauf. Ja, hier haben wir natürlich ein bisschen ein paar mehr Bilder als damals zu Kaiserreichszeiten, einfach weil die Fototechnik weiterentwickelt war. Ja, zur Probefahrt ist immer noch Werftpersonal an Bord gewesen, weil es mussten ja alle Funktionen geprüft werden und nur das Werftpersonal kann daher auch schnell reagieren. Ja, um den Bau und die Schnelligkeit zu steigern, wurden neue Methoden eingeführt. Ja, hier beim Typ römisch 21 wurde alles in vorgefertigten sogenannten Schüssen angeliefert. Also quasi einzelne Teile, die dann vor Ort zusammengesetzt werden, so wie ich das verstehe. Ja, dann haben wir hier mit dem Küsten-U-Boot vom Typ 23 gelang es, römisch 23 gelang es, einen vielversprechenden kleinen Puder zum Typ 21 zu schaffen. Die Serie dieser Boote haben sich im Einsatz anscheinend voll bewährt. Ja, ich habe da keine Ahnung. Aber ja, man sieht, wie die U-Boot-Technik voranschritt. Jetzt haben wir auch schon andere Abmaßungen, eine höhere Leistung, größere U-Boote, vielleicht nicht vom Gewicht, aber von den Maßen her, ja, je nachdem, für welchen Einsatz es geplant wird, ne? Ob nur ein mittleres Hochseeboot oder ein leichtes Küstenboot, U-Boot, das kommt dann immer auf den Verwendungszweck drauf an. Ja, dann sehen wir hier mal, wie es drin aussieht. Ziemlich eng. Hier sehen wir die Jungs beim Kartenspielen. Ja, so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir überlege, ich habe einen Einsatz, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, vielleicht 2 Monate eingefärscht auf so einem Platz, ich würde wahrscheinlich die Krise kriegen. Ja, aber vielleicht geht es auch nur mir so. Für andere ist es vielleicht kuschelig. Ja, die genaue Bestimmung des Standorts war wichtig, so oft wie möglich wird das gekoppelte Besteck berichtigt. Mit Hilfe des Sternfinders wird die ungefähre Höhe der für das Besteck zu schießenden Sterne festgestellt, um an Oberdeck möglichst schnell arbeiten zu können. Ja, also es wurde immer wieder dauerhaft kontrolliert, Positionen, was es abzuschießen gilt und so weiter und so fort. Ja. Der Smoothie ging keine normale Wache. Dafür hatte er auf engstem Raum die Mahlzeit für die Besatzung zustande zu bringen, ohne Rücksicht auf Wetter, Seegang und Einsatz. Ja, also der hat natürlich auch einen ziemlich harten Job auf engstem Gebiet. Egal wie der Seegang war, wie sehr es schüttelt, musste er eine Mahlzeit für die Besatzung zustande bringen. Ja, und hier sehen wir, wenn das U-Boot ja, bei schwerer See über dem Wasser bleibt, dann war das ein Hochseilakt, diesen Teller gerade zu halten. Und so wie es aussieht, wird hier sogar eine Suppe gelöffelt, was natürlich die beste Variante ist, wenn alles sich bewegt und schüttelt. Ja, aber mit der Zeit gewöhnt man sich vielleicht dran und entwickelt ein gewisses Talent. Ja, ja, Alarm, die Schnellentlüftung werden gezogen, die Tauchtanks füllen sich mit Wasser, das U-Boot geht auf Tiefe. Ja, jeder muss dran. Ist auf jeden Fall interessant, hier mal reinzuschauen, wie das aussah, war mir so nicht bekannt. Ja, Kommandant und Obersteuermann knobeln am richtigen Kurs. Wann kann das Boot wo stehen? Ist dann die günstigste Zeit für einen Angriff? Welche Wetterbedingungen sind zu erwarten? Eine Fülle von Einzelheiten war stets zu berücksichtigen. Also, wie gesagt, in der Zeit möchte ich nicht auf so einem U-Boot gewesen sein. Bin ich ganz ehrlich. Ja, dann haben wir hier wieder Indienststellung der U-Boote. Also hier wurde einiges produziert. Vor allem dann zu den Zeiten von Adi.
Ja, beim Unterwasserangriff, nur der Kommandant sieht, was oben vor sich geht. Äußerste Konzentration ist notwendig, Seerohr ausfahren, die Lage oben erfassen, Seerohr ein und danach müssen alle technischen und Schusskommandos erfolgen. Ja, das heißt, einer schaut, gibt weiter, was los ist. Und hier, das sehen wir wie in alten Filmen. Man hat vom U-Boot das Kuckrohr, was aus dem Wasser kommt. Interessant. Ja, was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Geschütz oben auf dem U-Boot drauf. Ja. Im schweren Seegang Waffeneinsatz nicht möglich. Aha, okay, verstehe. Auch unter diesen Bedingungen nicht. Ja. Wie wir hier sehen, es ist schweinekalt, ist alles eingefroren. Da kannst du machen nichts, ist alles zugefroren. Musst du gucken zu. Ja, 1935, 1945 Torpedos mit Magnetpistole liefern unter dem Ziel durch, liefen unter dem Ziel, Entschuldigung, durch und detonieren darunter. Dadurch brach der Kiel das Rückgrat des Schiffes, ja, in der Mitte durchgeschossen, wenn man so will. Ja, war ein Kampf beendet, ging es wieder auf die Suche nach neuen Zielen. Also es war schon, ist schon eine krumme Zeit gewesen, ganz ehrlich. Also schauen wir mal, ob die Zeit heute besser ist. Naja, darüber lässt sich streiten. Aber das soll nicht Thema des Videos sein. Ja, vor dem Auslaufen wird alles kontrolliert, Verpflegung nach bestimmten Gesichtspunkten, Einsatzgebieten, Unternehmungsdauer übernommen. Ja, typische Vorbereitung. Ja, Tanks betankt, ja, Treibstoffübernahme in den U-Booten war einiges drin. Wenn so ein MAN-Dieselmotor mit 3000 PS da befeuert werden muss, da geht einiges rein, würde ich mal so behaupten. Ja, dann hat man das Torpedo-Luke, das hier geöffnet ist. Da wird dann der Torpedo, ja, eingeschoben über das Ladegeschirr, was hier steht. Ja, hier sieht man es nochmal genauer, wie es reinging. Ich frage mich ja, ob hier Unfälle passiert sind. Muss ziemlich warm gewesen sein, alle in Freizeitkleidung, so wie es aussieht. Zumindest oberkörperfrei. Ja, das achtere Stück des Aals verschwindet im Torpedo-Luke. Ja. Hier ist drin. Bei Torpedoübernahme. Ob bei der Torpedoübernahme beim Nachladen auf Feindfahrt oder nach den Regeln, dem immer wieder erforderlichen Überprüfen aller Maschinen und Steuerfunktionen, das letzte Stück des Torpedos ins Torpedorohr zu bringen, kostete harte Knochenarbeit. Naja, per Hand so ein Riesending da einzuführen, ist schon hart. Ist wirklich hart. Ja, begegnen sich zufällig zwei U-Boote weit draußen, dann kommt es zu einem kurzen Erfahrungsaustausch oder die U-Boote treffen sich weit abseits von den normalen Verkehrslinien mit einem Versorger. Ja, also ist anscheinend auch passiert. Dann sieht man hier oben den Kollegen, wahrscheinlich mit einem Megafon, wenn man sich unterhalten kann. Ja, hier wird alles zur Versorgung auf See vorbereitet. Der enge Raum ließ trotz aller ausgeklügelten Hilfsgeräte eine Versorgung mehr als Improvisation erscheinen. Bei aller Hilfe durch die Versorger, die Gefährdung während der Übernahme wuchs ständig. Ja, man war halt ja, frei sichtbar für alle. Ja. Vorbereitung zur Ölübernahme aus einer sogenannten Milchkuh. Ja, könnt ihr euch selber denken, was mit Milchkuh gemeint ist. Ja, zwei Kampfboote werden gleichzeitig versorgt. Das ist schon wahnsinnig, die Versorgung dann auch noch zu organisieren. Ja, wie gesagt, hier haben wir noch ein paar Bilder dann aus der Zeit, wo beladen wurde. Und ja, die U-Boot-Ausbildung war vielseitig und gründlich. Die Praxis sollte nichts mehr bringen, sollte nichts mehr bringen können, was nicht in der Ausbildung durchgeführt war. Aber an der Schalttafel der E-Maschine. Ja, hier sehen wir halt die Leute, wie sie ausgebildet wurden. Das ist jetzt nicht im echten U-Boot. Ist schon krass gewesen, so eine U-Boot-Einheit. Wahnsinn. Wahnsinn. Was da an Anstrengungen getan wurde. Stell dir vor, das ganze Geld und die ganze Zeit und dieses Know-how hätte für was Gutes ausgegeben werden können. Aber da hatten ja einige was dagegen. Ja, auch das Aussteigen aus dem gesunkenen U-Boot wurde an Land im Tauchtopf mit einer Nachbildung geprobt. Ja, sieht man, wie sie alle in ihren Westen sind. Sauerstoff.
Ja, für die Ausbildung waren zuerst die Einbäume, also die Typ 2 U-Boote da. Das äußerste Boot im Päckchen legt ab. Da haben wir hier kleine U-Boote zum Trainieren und geht von den kleinen zu den großen. Ja, sehr, sehr interessant. Die große Bewährungsprobe kam im Einsatz. Die harten Bedingungen des Durchhaltens bei schwerer See verlangten oft das Letzte von jedem an Bord, ob Heizer, Torpedomixer, Brückenmacher oder Smoothie. Ja, wie gesagt, das muss wirklich krass gewesen sein auf diesen U-Booten so lange. Ja, hier wurde wieder ein griechischer Dampfer abgeschossen, Adamastos. Ja, brennt vor der Westküste der USA. Also sie sind schon ziemlich weit rausgefahren. Das war mir damals gar nicht so bewusst. Ja, dass es so weit rausging, da bist du natürlich auch ganz schön ein paar Tage unterwegs. Ja, der Kampf zwischen U-Boot und Flugzeug wurde immer härter und das U-Boot geriet immer mehr ins Hintertreffen. Dazu kam noch die Überlegenheit der Alliierten im Ortungswesen. Ja, da ging das wahrscheinlich mit den U-Booten dann ein bisschen bergab. Ja, die U-708 mit Glück heimgekehrt. Hat es gerade so geschafft, überall abgeschossen. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr interessante Bilder, um hier mal einen Vorlauf für das nächste Buch zu schaffen, wo wir dann auf deutsche Flugscheiben und deutsche U-Boote beherrschen die Weltmeere eingehen. Ja, hier kommen die U-Boote her, im Kaiserreich entwickelt und wenn man so erfunden, fürs Ausland produziert, damit das Ausland dann ja, beim ersten Waffengang Krieg führen darf. Und ja, dann im zweiten Waffengang des Großen Weltkriegs, der Großen Weltenschlacht, wurde das alles dann weiterentwickelt. Schon heftig, also U-Boot-Technik. Die Menschen, die sich dafür bereit erklärt haben oder es mussten, da mitzuarbeiten. Ja, was haben wir hier? Ja, die U-889 kapituliert 1945. Gab es bestimmt einige, die kapituliert haben, aber es ist auch so, dass es eine ganze Reihe U-Boote gab, und zwar zu viele, die weder als abgeschossen registriert worden sind, noch als kapituliert, noch als heimgekommen. Da muss man sich auch fragen, wo diese U-Boote hin sind. Ja, dann kommen wir zur Bundesmarine. Ab dem Zeitpunkt würde ich dann stoppen. Weil hier sind wir dann in Nachkriegszeit. Die Bundesmarine hat sich im Grunde dann auf dem ausgeruht, was vorher entwickelt wurde. Und ja, dann 1960 haben sie wieder angefangen, U-Boote zu bauen. Ja, im nächsten Video geht es dann um deutsche Flugscheiben und U-Boote überwachen die Weltmeere. In diesem Buch. Ja, da habe ich mal drüber geflogen. Es sind viele, viele Zeitungsberichte. Das wird wahrscheinlich ein sehr langes Video. Aber Berichte von deutschen Flugscheiben, deutschen U-Booten, überall auf der Welt gesichtet. Und ja, das wird nochmal ein interessantes Ding. Ich sehe euch auf jeden Fall beim nächsten Video und freue mich, dass ihr hier auch eingeschaltet habt. Ja, lasst euch gut gehen und bis bald.